das Rohr raus. Vorher haben wir aber ja ein Loch. Wie groß ist das Loch? Sind das 3 Meter, 4 Meter? Also da ist jetzt so, der Graben wird vorher aufgeschlitzt, wird durch die Einführung der Boden geglättet und auseinandergepresst, genauso breit wie jetzt die Einführung ist. Jetzt in dem Fall so 40, 50 cm. Genau, das Rohr hat jetzt 45 cm Außendurchmesser, okay, und der Graben wird ungefähr auf 50 cm aufgedrückt. Und wenn man das vergleicht, wenn man es aufbaggern würde, wie weit müsste man da den Boden aufreißen? Es ist ja so, wenn man aufbaggern würde, dann müsste man bei dieser Tiefe, wenn man jetzt das Rohr auf 2 Meter Tiefe liegt, ja, müsste man diesen Graben spunten, sichern, weil sonst keine in den Graben gehen würden. Von welcher Breite sprechen darf. Wir da? Ja, da ist eine Grabenbreite, wenn der auf, dann hat der 6-7 Meter so einen Graben. Oh, okay. Und dann ist da schon einiges an Grabarbeit notwendig. Das größte Rohr, das wir bis dato schon verlegt haben, ist 63 cm im Durchmesser.